herzlich willkommen. In dieser Meditation möchte ich dich dazu einladen, mit der Kraft der Vergebung zu arbeiten. Vergeben hilft loszulassen, gebundene, angestaute Energien abzubauen und letztlich Blockaden zu lösen. Man sagt, die Vergebung soll helfen, Karma abzubauen. Wer sich selbst und anderen vergibt, löst Schuldgefühle und Schuldzuweisungen, die über einen langen Zeitraum an jemanden haften können. Bevor unsere Reise losgeht, möchte ich, dass du dich erdest. Dazu stellst du dich gerade hin, schließt deine Augen und hältst deine Handflächen gegen den Boden gerichtet. Nun lasse gedanklich Wurzeln wachsen. Sie wachsen aus deinen Handflächen, Fußsohlen und deinem Steißbein. Lasse sie gedanklich aus deiner ganzen Hautoberfläche herauswachsen. Aus jeder Zelle deines Körpers und bis zum Boden und schließlich zum Kellerboden und ins Erdreich hineinwachsen. Im Erdreich angekommen, lässt du die Wurzeln weiter wachsen, bis sie schließlich den Erdkern erreichen. Am Erdkern angekommen, machst du deine Wurzeln mit einem Knoten fest. Spüre die Verbindung zur Mutter Erde. Nehme diese in dich auf. Fühle, wie sie dich erreicht. Und stelle sie dir hellstrahlend vor. Denke dir an den Kreislauf zwischen Mutter Erde und dir und visualisiere, wie dich verbrauchte, schmutzige Energie wieder verlässt, in die Erde durch die Wurzeln hinabfließt und frische, reine Energie dich in diesem Kreislauf erreicht. Bleibe in dieser Vorstellung des Flusses, in dem du verbrauchte Energie abgibst und frische aufnimmst.
Nun konzentriere dich auf eine hell strahlende Sonne über dir. Diese leuchtet hell über deinem Kopf. Um auch diese Energie aufzunehmen, fühle dein Kronenchakra, welches an deinem Scheitel ansetzt. Denke dir, wie sich dieses Wald öffnet und die Energie des Himmels aufnimmt. Dein Kronenchakra kannst du dir wie einen rotierenden Trichter aus violetter Energie vorstellen. Öffne ihn gedanklich so, dass er die Energie der strahlenden Sonne aufnehmen kann. Wenn du möchtest, kannst du auch die Handflächen gegen den Himmel richten, um auch mit diesen die Energie aufzunehmen. Lasse in Gedanken Energie in dich eintreten, bis du heller strahlst. Lasse Energie in deine verschiedenen geistigen Körper fließen, bis dich ein großer, heller Kokon aus Licht umhüllt.
Nun mach es dir bequem. Nehme deine gewohnte Meditationshaltung ein. Schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Komme zur Ruhe und finde in den Rhythmus deines Atems. Werde ruhiger, gelassener und versuche dich gedanklich fallen zu lassen. Der Boden unter dir löst sich zunehmend auf und du siehst dich im Raum schweben. Löse auch die Wände um dich herum in nichts auf, bis sich um dich herum nichts mehr befindet. Du siehst dich um und beobachtest dieses Nichts. Lass es auf dich wirken, ohne es zu bewerten. Jetzt fühle in dich hinein, denke an Menschen, die dich verletzt haben, an alte Verletzungen. Du kannst Worte, Taten oder Gefühle wachrufen, die dir in der Vergangenheit wehgetan haben. Wenn du eine Situation vor Augen hast, die dich bedrückt hat, so gehe gedanklich zurück und betrachte wie ein Beobachter, was dich enttäuscht oder verletzt hat.
Energie wird immer dann gebunden, wenn Situationen nicht verarbeitet werden konnten. Nun lasse die Gedanken, Gefühle und Emotionen los, welche du fühlen kannst, und sage klar und deutlich: Ich lasse allen Schmerz und jede Energie los, die durch diese vergangene Situation an mich gebunden sind. Ich lasse alles Leid los, das an mir haftet. Jeder Schmerz ist vergänglich und wird erlöst. Sage nun fest und bestimmt im Geiste: Ich vergebe demjenigen, der mir dieses Leid zugefügt hat. Ich vergebe all jenen, die Vergebung bedürfen. Ich lasse die Kraft der Vergebung in mir und um mich herum wirken. Die Kraft der Vergebung löst meine Blockaden und festsitzenden, gebundenen Energien. Die Kraft der Vergebung löst Energien, die mich an mein Karma binden. Denke dir ein helles Licht, welches dich und deine Umgebung erfasst und alles auflöst, was dir Schmerzen zugefügt hat. Dieses Licht bringt kleine Lichtfunken zu dir, welche all das Leid, die belastenden Energien in sich aufnehmen und sich durch die Aufnahme der Energien vermehren. Aus nur wenigen Lichtkristallen werden um dich herum viele kleine funkelnde Lichtkristalle, die um dich herum tanzen und alles lösen, was dich blockiert und dir Leid zugefügt hat. Spüre die Erleichterung, die dir die Vergebung mit sich bringt.
fühle, was die Vergebung in dir auslöst und wie mächtig diese Kraft der Erlösung ist, da dadurch festsitzende Kräfte gelöst werden. Nun rufe dir die nächsten Situationen ins Gedächtnis, die dich belasten oder auf dir lasten. Das können dir physisch zugefügte Schmerzen sein, aber auch Worte, Vorfälle oder anderes. Alles, was dich belastet und durch Leid erzeugt wurde, kannst du auf diesem Wege erlösen und loslassen. Denke an Personen, die dich verletzt haben, Worte, die dir wehgetan haben. Vergebe und lasse sie los. Stelle dir wieder die tanzenden Lichtkristalle vor, wie sie in den gedachten Szenen durch die Kraft der Vergebung alles auflösen, das dich belastet oder sich dir zeigt. Indem die belastenden Bilder von den leuchtenden Kristallen verzerrt und dadurch erlöst werden. Arbeite gezielt mit diesen Lichtkristallen, indem du sie in die Vorstellungen setzt. Lasse Bilder durch Vergebung los und wandle sie mit Hilfe der Kristalle zu Licht und weiteren Lichtkristallen. Lasse dir Zeit und löse Leid in Licht, indem du mit der Kraft der Vergebung und den Lichtkristallen arbeitest.
Alles, was dich an Leid erinnert, wandelst du in Licht. Wiederhole die Worte: Ich vergebe demjenigen, der Leid zufügt. Ich vergebe all jenen, die Vergebung bedürfen. Ich lasse die Kraft der Vergebung in mir und um mich herum wirken. Die Kraft der Vergebung löst meine Blockaden und festsitzenden, gebundenen Energien. Die Kraft der Vergebung löst Energien, die mich an mein Karma binden, denn ich bin ein Kind des Lichtes. Und ich wandle Dunkelheit in Licht. Ich bitte dich, dein Leben im Geiste durchzugehen. Achte auf Personen und Situationen und speziell diese, welche dich irgendwie belastet haben. Fange in deiner Kindheit an und bewege dich chronologisch durch deine Lebenszeit. Löse, was es zu lösen gibt. Erleuchte, was du erleuchten möchtest, vergebe, was zu vergeben ist, und arbeite mit der Kraft des Lichtes. Nun betrachte deine eigenen Taten. Gibt es etwas, das du anderen angetan hast und du um Vergebung
bitten möchtest. Bitte im Geist alle um Vergebung, bei denen du das Gefühl hast, etwas Unpassendes getan oder gesagt zu haben. Wecke die Situation im Geiste und lasse auch hier die Lichtkristalle arbeiten, indem sie die Szene erleuchten und in Licht auflösen. Vergebe hier vor allem dir selbst, um dein eigenes Leid zu erlösen. Gehe nun wieder durch die verschiedenen Situationen deines Lebens und arbeite mit der Kraft der Vergebung, die sich auf deine eigenen Taten und Worte bezieht. Wiederhole die Worte: Ich vergebe mir selbst, dass ich anderen Leid zugefügt habe. Ich vergebe mir auf allen Ebenen und lasse die Kraft der Vergebung in mir und um mich herum wirken. Die Kraft der Vergebung löst meine Blockaden und festsitzenden, gebundenen Energien. Die Kraft der Vergebung löst Energien, die mich an mein Karma binden. Denn ich bin ein Kind des Lichts und ich wandle durch die Dunkelheit ins Licht. Du solltest nun deine erlösten Schmerzen und Leid in jeder Form erlöst haben. Wenn nicht, so betrachte noch einmal kurz deine Gefühle. Gibt es noch etwas zum Lösen? Lasse Licht und Liebe sowie Vergebung wirken, wenn dich Gefühle des Leids einholen. Um dich herum sollte sich immer noch der leere Raum befinden, der alles in sich aufnimmt, was du ihm zeigst. Spüre dessen magnetische Kraft und die Fähigkeit zu verwandeln, was belastet.
Spüre die Leichtigkeit dieses Ortes, in dem du schwebst. Und spüre, wie er dich reinigt und alles von dir nimmt. Fühle dich geborgen. Du kamst aus dem Licht und du bist Licht. Du wandelst auf dem Pfad des Lichts und gibst jetzt alles ab, das dich vom Pfad des Lichtes trennt. Nun hülle dich komplett in einen Kokon aus Licht, der deine geistigen Körper belebt, auffüllt und umgibt. Fühle, wie leicht und beschwingt du dich nun wieder fühlst. Nachdem du Altes hinter dir gelassen hast, um Vergebung gebeten hast und vergeben hast und nun frische Energie aufgenommen hast, denke dir nun langsam wieder den Raum um dich herum, in dem du meditierst. Fühle den Boden unter dir. Atme tief ein und aus, spüre den Fluss des Atems und komme zurück in das Hier und Jetzt. Öffne deine Augen und strecke dich. Streife deinen Körper vom Kopf bis zu den Füßen ab. Wir sind nun am Ende dieser Meditation angekommen. Ich hoffe, du konntest unerlöste Situationen erlösen und die Kraft der Vergebung und des Lichtes nutzen, um dich zu entlasten. Ich würde mich auf eine weitere Reise mit dir freuen und wünsche dir in diesem Sinne alle Kraft der Liebe, des Lichtes und der Vergebung.